Hi Leute, in dieser Folge bin ich in Schweden unterwegs, in der Nähe von Polarkreis. Dort besuche ich den Michael Maul, der Blockhaushüttenkurse gibt, Messerschmiede oder ihr einfach ganz normalen Urlaub machen wollt. Weg, weit weg von der Zivilisation. Also ich bin der Micha, ich bin ursprünglich aus Thüringen, lebe jetzt in Schwedisch Lappland seit guten 8 Jahren. Bin im Prinzip Handwerker, ziemlich allrounder, ziemlich viel draußen. Deswegen habe ich keinen Fernseher. Ist gut. Erzähl mal, wo sitzen wir gerade hier? Wir sitzen gerade im besten Studio der Welt. Das ist meine Schmiede. Yes. Messer machst du, habe ich gehört. Ich mache Messer, Äxte, ich mache alles Mögliche an Anfragen, was die Leute geschmiedet haben wollen. Und lehre das auch. Ich habe ein Kurssystem, wo halt Leute bei mir lernen können, wie sie ihr eigenes Messer schmieden oder eine Axt schmieden oder was auch immer jemand sich vorstellt. Und es ist eigentlich ein gutes Ambiente. Ich bin da hier ziemlich gerne und das war das allererste, was ich hier aufgebaut habe nach dem Umzug oder noch vor dem Umzug, dass ich sage, also ich brauche eine Werkstatt, wo ich arbeiten kann, wo ich irgendwie dann Aufträge auch ausführen kann, weil irgendwie muss es ja losgehen. Und genau da sitzen wir jetzt. Ich sehe auch, du hast sehr viel Werkzeug hier für mehrere Teilnehmer oder hat jedes Werkzeug sein einzelnes Bestimmungszweck? Also ich hab ein Grundwerkzeug. Ich habe ja hier, wenn wir Kurse haben, das kann ich bis 4 Teilnehmer machen. Und dann brauchst du natürlich so die nötigsten Werkzeuge für jeden. Und ansonsten habe ich hier die ganzen Zangen und Hämmer und alles. Das sind halt alles Spezialwerkzeuge, die du irgendwann mal brauchst. Oder manche brauchst du nur einmal für ein ganz spezielles Teil, was du da fertigst. Und als Schmied ist es ja schön, du kannst da ja viel auch selber bauen. Also du machst dir halt Werkzeuge selber, um einfach dir die Arbeit zu erleichtern. Oder musst dir Hilfsmittel irgendwie zusammenbasteln, dass du dann irgendwie ans Ziel kommst. Und das ist ein ziemlich cooler Beruf. Oder ich finde es eine super Sache. Es ist anstrengend, es ist dreckig, es ist eine schwere Arbeit, aber es ist auch extrem kreativ und am Ende kannst du aus irgendeinem Stück Stahl kannst du die tollsten Sachen machen. Aber du hast ja auch noch Blockhäuser. Naja, ich habe halt am Anfang, ich habe ja mal eine Weile in Kanada bei einem mittlerweile guten Freund gelebt und dort habe ich so die Grundlagen zum Blockbau gelernt. Und habe dann hier gedacht, okay, wir haben genug Platz und wollte eher was mit Menschen machen. Und das funktioniert im Prinzip ganz gut. Also Leute können bei uns Urlaub machen, können im Prinzip dann halt entweder ihr eigenes Ding machen, eigene Touren machen, haben dann halt nur eine urische Bleibe für die Zeit. Oder sie können halt auch mit mir unterwegs sein oder irgendwie in der Werkstatt was machen. Oder das ist kombinieren dann? Ja, ich habe überhaupt kein festes Programm. Jeder, der was machen will, der kann das mir vorher sagen oder mit mir vorher das planen. Also ich würde gerne einen Messerkurs machen oder ich würde das und jenes gerne machen oder mit mir Eisangeln gehen oder ich will einfach nur alleine sein. Kannst du sagen, was so da drin ist? Ja, die Ausstattung ist ziemlich simpel. Also im Endeffekt eine Hütte hat Strom und die anderen Hütten, die haben alle keinen Strom. Also es gibt Licht, LED-Licht über Akkus oder Batterie. Ansonsten gibt es Propangasherd, also so einen normalen zweiflammigen Kocher, Wasser im Kanister, also das ist überhaupt kein Problem. Und die Hütten, die halt ein bisschen weiter weg sind, die versorge ich halt dann, sage ich mal, mit dem Schneemobil im Winter und im Sommer mit dem Quad. Ja, und ansonsten gibt es ein Bett. Es gibt eigentlich in jeder Hütte einen türkischen Ofen, dass man im Winter halt auch gut übersteht. Und ansonsten gibt es ein bisschen Ruhe und Abgeschiedenheit und ich denke, es ist ganz gut, wenn die Leute halt auch mal eine Weile mit sich selber unterwegs sind, auch nicht so viel Ablenkung haben. Und das ist genau das, was ich eigentlich damit bezwecken will, dass die Leute einfach mal weg vom Alltag kommen. Ein bisschen von dieser ganzen Marsch, aber irgendwie mal Pause-Taste drücken und einfach mal runterkommen und über eigenes Leben nachdenken oder über ihre Zeit nachdenken. Weil niemand weiß ja, wie lange sie geht oder wie lange man hat. Ne? Hast du eine Internetseite? 3 Internetseiten. Ich habe das ein bisschen gesplittet. Also eine, da geht es mehr um die Hüttenvermietung. Eine ist reineweg Metallwerkstatt und dann habe ich noch eine kleine übersichtliche Seite über den Blockbau, also wie man Blockhäuser und Hütten baut, weil ich im Sommer Blockhüttenkurse anbiete. Mhm. Und weil das ja 3 unterschiedliche Themen sind, habe ich das so ein bisschen gesplittet und die gibt's. Und meine erste
Idee war, nach Kanada zu gehen, bin da viel gereist, viele Aktionen dort im Busch gemacht. Und familientechnisch hat es halt nicht funktioniert. Also haben wir nach einer Alternative gesucht und sind dann halt nach Schweden als Alternative gekommen. Auswandern, das ist immer so ein großes Wort oder so ein Riesending, wo ich einfach sage, das ist, ich ziehe um, gucke, ob es woanders für mich besser passt, was es definitiv macht. Der Praxistest zeigt es dann eben, ob man hier landet oder nicht, ob man klarkommt mit den Menschen, mit der Natur, mit dem Ganzen, was hier eben anders ist, warum man auch geht. Und das Ding ging voll auf. Ich bin hier sehr, sehr zufrieden. Und ja, zurück eher nicht. Berge sind höher, die Wälder sind größer, es gibt mehr Bären, es gibt noch weniger Leute. Also es ist schon mal eine Stufe obendrauf. Aber im Endeffekt sehe ich das immer so, dass egal wo man ist, man muss ja irgendwie seine Brötchen auch irgendwie verdienen und seine Rechnung bezahlen. Und egal in welchem Wald du sitzt, brauchst halt irgendeinen Plan, wie du deine Kohle verdienst, damit du auch das Leben irgendwie finanzieren kannst, auch wenn du viel selber machst. Das kostet ja trotzdem was. Also im Endeffekt zwischen Idee und dann der Umsetzung gibt es schon bei manchen schon eine große Diskrepanz. Kannst du da irgendwie Tipps geben, wie man sich verhält im Wald, damit die Bären gar nicht überrascht werden? Normal musst du ja auf dich aufmerksam machen. Also du musst im Prinzip von mir aus, wenn es dein Kompagnon mitmacht, kannst du ja singen oder irgendwas oder kannst rufen. Also gerade wenn schon, Chris hat schon recht, also gerade wenn Flüsse sind oder so, also gerade in Kanada ist das halt schon, da gibt es ja die Bärendichte nochmal ganz anders wie hier. Und hier sind die braunen Bären ja schon auch viel, viel scheuer. Also wenn du die jetzt überraschst, weil die irgendwas erlegt haben oder sind an irgendwas, wo sie gerade fressen, oder du kommst zwischen Bären und Jungen, dann kann das schon sportlich sein. Aber die Chance ist natürlich, sag ich mal, in Kanada und Alaska ist schon anders. Oder wenn du irgendwie in der Arktis unterwegs bist mit den Eisbären, das ist dann schon nochmal anders, weil die sind schon interessiert an dir. Ja, und da ist das, die sind halt neugierig und die gucken und da kannst du, ich hatte schon die Eisbären begegnet und habe ich in die Luft geschossen und im Endeffekt ist nichts passiert. Also den hat das überhaupt nicht interessiert. und dann bist du weggerannt, oder? Und dann 40 Kilometer zurückgelaufen, immer irgendwie Augen zurück und gucken und es war halt ziemlich hügelig irgendwo, einfach sagt, kommt er nicht und irgendwann war er dann halt weg, aber das war schon auch interessant und wenn ich halt dort im Zelt schlafe oder so, das ist schon so, dass ich im Prinzip unruhiger Schlaf, also du schläfst dann halt irgendwie schon mit einem Ohr an der Zeltwand, das definitiv und das ist halt dann, sage ich mal, teilweise auch nötig, aber die Risiken hast du im normalen Leben ganz genauso. Wenn du dich ins Auto setzt und fährst irgendwo auf einer Straße, die ganze Uni, fährt der jetzt im Gegenverkehr auf deine Fahrbahn, überholt der, kommt ein Elch aus dem Wald oder was auch immer. Also du hast ja, Leben ist ja immer ein Risiko. Wir versuchen das als Menschen zu reduzieren und irgendwie auszublenden, aber die Chance hier von dem Bär gefressen wäre, dann gewinne ich wahrscheinlich dreimal im Lotto. Wie sieht es eigentlich aus mit Elchangriffen hier? Du hast es gerade erwähnt. Elche rennen ja einfach so über die Straße. Ich meine, es sind wilde Tiere, ist ja normal. Kann es auch vorkommen, dass die dann einfach mal Autos angreifen oder Passanten, die wandern gehen? Nee, also was halt eher ist, das ist halt, wenn Tiefschnee ist und du kommst jetzt mit einem Hundegespann oder so an, dann kann das schon sein, dass die eher auf Angriff gehen, weil die ja nicht flüchten können. Die wissen genau, die sind nicht schnell. Im Normalfall, wenn wenig Schnee ist oder wenn gar kein Schnee ist, dann kommt ein Auto, die gucken halt, oder wenn du als Wanderer kommst, die gucken und dann gehen die. Also das ist halt maximal in der Brunft, irgendwo im Herbst kann das vielleicht mal unter Umständen sein, dass mal ein Bulle sich von dir gestört fühlt, aber also ich finde immer, dass man die Distanz zu den Tieren halt wahren sollte, auch wenn man da gerne ran will. Und es gibt gute Fotoapparate, wo man halt dann sagen wir mal eher zoomen kann, als wenn man dann sagt, ich gehe jetzt auf 10 Meter an den Grizzly ran und fordern halt raus. Deine längste Zeit draußen allein unterwegs? Nee, allein war ich eigentlich nie. Achso. Weil das im Prinzip ja wieder so ein Ding ist, um die Risiken zu minimieren. Also wenn du wirklich weit rausgehst und hast keine Möglichkeit der Kommunikation und tust dir was, Yes. ist schon eine zweite Person, auf die du dich wirklich verlassen kannst, dein Sicherheitsnetz oder ein Teil davon. Und das ist halt das, was ich, gibt ja Leute, die gehen solo, das kann jeder entscheiden, aber die ganzen Touren, die ich gemacht habe, und ich bin wirklich schon seit 25, 26 Jahren im Norden unterwegs und viel draußen. Und längste Zeit draußen, also mit meinen Kumpels, waren 5 Wochen in Nordostgrönland. Da gibt es ja überhaupt nichts. Und habe auch nochmal 5 Wochen in
Nordkanada gemacht, also Nordwestterritorien, Nunavut, Kanutour. Im schlimmsten Fall sollte man eigentlich mit dem auskommen, was man mitnimmt. Und wir sind halt schon bei der Grönland-Sache losgelaufen mit 43 Kilo. Unwegsam, 5 Wochen. Du hast es überlebt, du bist hier. Naja, das war ja cool. Also ich sehe das auch nicht so als, sage ich mal, als Extrem-Ding an. Ich wollte da halt hin und ich habe jedes Jahr irgendwas gemacht. Westgrönland irgendwie vom Inlandeis bis zur Küste und irgendwie so diese ganzen Sachen. Und dann bist du irgendwie auf dem Rückweg oder bist du wieder im Flieger und überlegst so, was machst du nächstes Jahr? Und das war halt so immer mein Ding, dass ich da jedes Jahr irgend so eine Aktion gestartet habe. Und ich würde es nie Expedition nehmen, ich war halt da im Urlaub. Und die größte Kälte hatte ich mal 2019. War Stockhändler beim Yukon Quest bei diesem härtesten Hundeschlittenrennen im Yukon und Alaska. Und da hat man beim Start oder bei den ersten 2-3 Tagen um die 50 minus. Und das ist dann schon sportlich. Also das ist dann nicht mehr warm. Minus, ja. Und das, was ich in Deutschland hatte, das war eigentlich kein Zuhause. Das war halt Leben und Arbeiten an einem bestimmten Ort. Mhm. Und das Zuhause habe ich dann halt hier oben gefunden. Wahrscheinlich wirklich geprägt durch eine Kindheit viel in der Natur und ja, viel dort machen. Jetzt kommt das Abschlussgespräch auf Schwedisch. Oh. Ja. Ich glaube, es lüter. Nun werden wir beenden. Das hat ein Video. Ganz schön. Ja. Mhm. Das coolste schwedische Wort ist ja, also gerade jetzt hier oben im Norden, ist ja das. Was ist das? Das bedeutet ja. Das ist so ein zustimmendes Ja. Ja, genau. Das ist, ja. Also wenn du mir jetzt eine Frage stellst irgendwie und ich müsste eigentlich nur bejahen, mache ich. Hat es nicht gestern noch...